Ja Leute, heute nur ein kurzes Informationsvideo für euch, denn es geht nämlich heute um das November-Update 2019. Das wird sehr wahrscheinlich am Freitag rauskommen, zumindest so wurde mir das von der Agile zugesagt. Also falls jetzt nichts weiter dazwischen kommen sollte, so rum. Ne? Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf den Freitag. Dort könnt ihr halt das neue Update dementsprechend runterladen und auch spielen. Gut, aber es gibt heute auch einige Sneak Peeks zu dem Game Castle Clash, ne? Was ja wie gesagt am Freitag halt veröffentlicht wird. Auf der Facebook-Seite gibt es dazu einige Informationen dazu, aber ich habe auch noch weitere Informationen für euch, also einige Bilder zu dem neuen Update, zu den neuen Helden. Ihr werdet es gleich sehen. Und ja, auf jeden Fall fangen wir direkt mal an hier auf der Facebook-Seite. Wie gesagt, da haben wir halt den ersten Punkt, der angesprochen wurde, ist eben ein neuer Spielmodus. Und was man letztendlich in den Spielmodus machen kann, wissen wir Stand heute noch nicht. Aber auf jeden Fall soll da sehr, sehr herausfordernd sein und man bekommt mit der Zeit halt dementsprechend noch Belohnung. Wie das letztendlich gemeint ist, müssen wir uns dann erstmal dann später nochmal angucken, wenn das Update soweit draußen ist, oder vielleicht kriegen wir sogar noch Informationen vor dem Update, was letztendlich bei dem Spielmodus gemacht werden kann. Ich hoffe einfach mal, dass es wieder so ein Spielmodus sein wird, wo man im Team, also zu zweit oder zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs, im Team halt dementsprechend irgendwas erreichen kann und dort halt die Belohnung bekommt. Weil dieses gegenseitige Unterstützen finde ich immer ziemlich nice. Und wenn man immer so alleine spielt, so für sich, weiß ich nicht, finde ich immer nicht ganz so interessant. Darum hoffe ich einfach mal, dass es ein Spielmodus sein wird, den man zu zweit machen kann. Oder halt mit mehreren Leuten. Gut, dann den nächsten Punkt, der hier angesprochen wurde, ein neuer Held. Kleiner Spoiler vorab, es gibt zwei neue Helden. Ich werde euch auch in diesem Video nochmal kurz zeigen, wie die letztendlich aussehen werden. Ja, und diesen neuen Helden, wie kann man ihn letztendlich bekommen? Den kann man anscheinend durch dieses jährliche Erntedankfest bekommen, also durch kostenlose Events. Also für jeden Mann erspielbar. So habe ich das verstanden, dass man den halt kostenlos erspielen kann. Man muss natürlich dementsprechend aktiv sein, keine Ahnung, was man dafür machen muss, müssen wir erstmal das alles auf uns zukommen lassen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr das findet. Ich finde das ziemlich nice, diese Gestik von IAG, muss man ganz ehrlich so sagen. Also, das ist nicht selbstverständlich, muss man dazu sagen. Es ist natürlich immer schwieriger, es wird ja immer schwieriger, die neuen Helden zu bekommen mit den ganzen Games. Darum auf jeden Fall ein nettes Entgegenkommen von IAG, um halt die neuen Helden zu bekommen. Ne? Also, finde ich auf jeden Fall gelungen. Auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür. Dann gibt es noch zwei Optimierungen, zwecks Belohnung, und zwar geht es hier um den Adelstitel. Dort werden wahrscheinlich die Belohnungen nochmal angehoben, also verbessert. Und dann gibt es auch noch in der Arena, gibt es auch noch ein paar Verbesserungen von der Belohnung her. So, das sind die Neuerungen, die auf der Facebook-Seite heute veröffentlicht wurden. Ich habe wie gesagt noch ein paar Informationen für euch. Es gibt nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bilder, die ich euch in diesem Video noch zeigen kann. So, und zwar von dem neuen Helden seht ihr ja jetzt schon die drei Bilder. Also links auf jeden Fall Non-Evo, in der Mitte Evo bzw. Devo und rechts nochmal, ja, den nochmal in einer anderen Form oder wie er halt aussieht. Vielleicht der Skin, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Gut, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr den soweit findet. Ich finde den vom Design her eigentlich ganz gut gelungen, müssen wir halt abwarten. Ja, was er letztendlich soweit kann, ne, also was der macht. Das ist auf jeden Fall nochmal sehr interessant. Kann ich euch in diesem Video leider nicht verraten. Stand jetzt weiß ich darüber leider noch nichts. Wie gesagt, aber die Bilder seht ihr ja schon. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. So, dann gibt es natürlich noch einen weiteren Helden dazu. Und ja, seht ihr jetzt hier einmal Evo, einmal Devo und einmal wieder eine andere Form. Eventuell Skin, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Müssen wir auch einfach mal abwarten. Wie gesagt, und zu diesem Helden weiß ich leider auch nicht so wirklich viel. Bloß die Bilder habe ich da von IG bekommen, mehr leider noch nicht. Müssen auf jeden Fall gespannt bleiben, was er letztendlich soweit macht. Ne, vom Skill her ist sehr interessant, auf jeden Fall die neuen Helden. Es gibt aber auch noch ein weiteres Bildchen. Es gibt nämlich, ich gehe mal davon aus, dass es ein Superpad sein wird. Es gibt nämlich hier so ein Krokodil, so ein Schnappi. Also ihr kennt ja, denke ich mal, hier dieses Schnappi, das Krokodil. So sieht das irgendwie so ein bisschen so aus, muss ich so sagen. Aber was dieses Pad kann, keine Ahnung, müssen wir uns überraschen lassen. Vielleicht kriegen wir ja sogar vor dem Update noch ein paar Informationen raus von IOG. Und
Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder von den Informationen her. Mehr Informationen habe ich Stand heute leider noch nicht. Ihr könnt gerne reinschreiben, falls ihr noch weitere Informationen haben solltet zum Update, in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare dazu und auch wie ihr natürlich die neuen Helden findet, beziehungsweise das neue Pet. Ich, wie gesagt, finde die ganz in Ordnung. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Aber ich bin auf jeden Fall noch gespannt, was letztendlich bei diesem Event halt dementsprechend für einen Held drinne sein wird. Ob es jetzt der erste Held sein wird oder der zweite. Leute, schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt, welcher Held kostenlos zu bekommen ist. Gut, dann würde ich sagen, war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, gerne einen Like da lassen. Und ja, dann haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.